Die Entwickler haben ein neues Sims-Update veröffentlicht, welches Fehler behoben und ein echt cooles Feature hinzugefügt hat. Das lukrative Hobbyküche-Accessoire-Pack erscheint am Donnerstag und passend dazu haben die Entwickler ein neues Gratis-Update veröffentlicht. Fangen wir mal mit einer kleinen, aber trotzdem längst überfälligen Anpassung an. Die Cupcake-Maschine aus dem Basisspiel war immer essentiell, wenn ihr die kleinen süßen Törtchen herstellen wolltet. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall, denn ihr könnt die Cupcakes nun ebenfalls am heimischen Ofen herstellen. Das spart ordentlich Platz und Geld. Weiter mit einer anderen wichtigen Neuerung. Die Kochen-Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Nach all den Jahren haben wir Unmengen an neuen Gerichten erhalten, die das Scrollen und besonders Finden von einzelnen Gerichten echt kompliziert gemacht hat. Bis jetzt, denn die Entwickler haben hier neue Filter für die verschiedenen Kategorien integriert. Wenn eure Sims vegetarisch sind, gibt es für sie jetzt einen eigenen Filter, mit dem die Essenssuche schneller geht. Hier wurden ebenfalls weitere Anpassungen getätigt. Noch mehr Zutaten aus den verschiedensten Packs können nur in den Gerichten verwendet werden. Außerdem können die Kinder mit dem coole Küchenaccessoire-Pack nun auch selber Eis herstellen, was vorher noch nicht möglich war. Wenn ihr schon immer mal die Küchengeräte eurer Sims im Live-Modus herumschieben wollt, wird euch das jetzt nicht länger verwehrt. Viele sind es nicht gerade, aber auch ein paar Fehler wurden behoben. Insgesamt 16 Stück, die ihr auch hier im Hintergrund seht, tauchen nicht mehr auf. Besonders die sich im Erdhaufen verwandelnde Pflanzen waren echt nervig. Weiter zu lukrative Hobbyküche, zu dem wir jetzt auch dank dem Update und der im Spiel enthaltenen Produktbeschreibung ein paar kleinere neue Details kennen. So wird wohl mit steigender Kochenfähigkeit neue Interaktionen und Rezepte an den neuen Maschinen freigeschaltet, was wir vorher so auch noch nicht wussten. Ebenfalls werden wir die Stände, an denen die Sims das Essen verkaufen, personalisieren können, was ich ein echt süßes Detail finde. Was denkt ihr zum Update? Welches größere Feature sollte mit einem der nächsten Updates ins Spiel kommen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.